Wir sind die bürgerliche Oppositionspartei. Wir sind eine bürgerlich-konservative Partei. Die einzige wirkliche bürgerliche Oppositionspartei. Wir sind eine Partei, die aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Kommt jetzt zur AfD, der einzig authentisch bürgerlich-konservativen Volkspartei in Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen. Bürgerlich-konservativ. So präsentiert sich die AfD gerade auf allen Kanälen. Das hat mit rechtsradikal überhaupt nichts zu tun. Was meinen Sie denn mit rechten Rand? Das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was der rechte Flügel ist und dass der den AfD-Mitgliedern nicht gut tut. Es wird gesagt, die AfD sei eine bürgerliche Partei, um sich einerseits koalitionsfähig zu machen und zum anderen auch, um neue Wählerinnenmilieus zu erschließen. Denn das rechtsradikale Milieu ist mit bundesweit etwa 14% ausgereizt. Yeah! Bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen haben mit Andreas Kalbitz und Jörg Urban, Vertreter des rechtsextremen Flügels der AfD, bereits triumphiert. In Thüringen ist Björn Höcke noch im Wahlkampf. Und Sie sollen nun bürgerlich sein? Ausgerechnet Andreas Kalbitz, der viele Jahre seines Lebens in der Neonazi-Szene verbracht hat? Oder Höcke, der ein ausgewiesener Vertreter des völkischen Nationalismus ist? Völkischer Nationalismus, Rassismus, sogenannter Ethnopluralismus ist, was die Partei nach innen zusammenhält, der Wunsch nach einer homogenen Volksgemeinschaft, der aber so offen nach außen nicht propagiert wird, weil das insbesondere in der westdeutschen Öffentlichkeit nicht gern gesehen ist. Vom Rechtsradikalen ins bürgerliche Milieu. Dafür will die AfD offenbar über ihre eigentlichen Ziele hinwegtäuschen. Die Strategie dahinter? Selbstverharmlosung. Und die hat er sich ausgedacht, Götz Kubitschek. Er schreibt: Selbstverharmlosung ist der Versuch, die Vorwürfe des Gegners durch die Zurschaustellung der eigenen Harmlosigkeit abzuwehren. Götz Kubitschek ist seit mehreren Jahrzehnten ein zentraler Vordenker für die extrem rechte Szene. Er tritt schon früh bei Pegida auf, etwa hier in Dresden 2015. Unser Land gerät in Unruhe und bald vielleicht in Aufruhr. Und es ist nicht nur unser Recht, sondern mittlerweile wohl sogar unsere Pflicht, gegen das Versagen unseres Staates und gegen die Auflösung unseres Volkes Widerstand zu leisten. Unruhe, Aufruhr, Widerstand. Kubitschek ist im letzten Jahr auch in Chemnitz mit dabei, als die AfD bei einer Demonstration den Schulterschluss mit der extrem Rechten probt. Er nimmt Neonazis unter seine Fittiche und lädt auf seinem Gehöft in Schnellroda immer wieder Vertreter der rechtsextremen identitären Bewegung mit rechter Ideologie auf, veranstaltet sogenannte Akademien. Das Ziel dahinter formuliert er klar. Tage wie heute sind immer Ausweitungen der Kampfzone. Man geht in neue Räume, man zeigt Normalität. Ausweitung der Kampfzone. Und auch die AfD hat Kubitschek zu seinem Projekt erklärt. Björn Höcke ist einer seiner engsten Vertrauten und wirbt offen für Kubitschek auf dessen YouTube-Kanal. Es ist ja bekannt, dass ich recht engen Kontakt auch zu Götz Kubitschek habe und ich immer mal wieder geistiges Manna aus der Lektüre von Werken ziehe, die hier in Schnellroda entstehen. Die AfD-Spitze gibt sich bei Kubitschek beinahe die Klinke in die Hand. Die Parteichefs Gauland und Meuthen traten hier auf. Zuletzt war Alice Weidel zu Gast. Kubitschek, der Spiritus Rector. Er glaubt, es läge auch an einer emotionalen Barriere, wenn Menschen bisher nicht die AfD wählen, und die soll überwunden werden. Sein Mittel dazu, die AfD solle eine Unterschiedslosigkeit suggerieren, also so harmlos erscheinen wie eine ganz normale Partei. Die Strategie der Selbstverharmlosung. Die AfD gibt sie 1:1 an ihre Anhänger weiter. Vorsitzender Gauland schwört die Partei beim Flügeltreffen im Juli 2019 ein. Mut zur Wahrheit, ja, dafür stehen wir. Aber unser Hauptanliegen besteht nicht darin, einen Raum zu schaffen, in dem jeder alles sagen kann, sondern wir sind angetreten, um unser Land wieder in Ordnung zu bringen. Für dieses Ziel kann man sich auch mal auf die Lippe beißen. Sich auf die Lippe beißen. Genauso wie am letzten Wahlabend in Brandenburg. Ich bitte alle, sich im Siegestaumel trotz allem ganz vernünftig zu benehmen, so wie es eine bürgerliche Partei tut.
Die AfD wendet die Selbstverharmlosungsstrategie an, indem sie sich immer wieder eine Maske der Mäßigung aufsetzt. Mit Begriffen wie bürgerlich, konservativ oder Partei der rechten Mitte. Die AfD ist nicht bürgerlich, sie ist auch nicht konservativ, aber sie macht sich diese Begriffe zu eigen, um als gemäßigter dazustehen in der Öffentlichkeit, als sie wirklich ist. Die Täuschung der Öffentlichkeit als Strategie. Zum Beispiel, wenn es um Veranstaltungen des rechtsextremen Flügels um Björn Höcke geht. Da wird schon mal das Deutschlandlied in allen drei Strophen gesungen. Darauf im ZDF-Sommerinterview angesprochen, sagt AfD-Bundesvorsitzender Jörg Meuthen. Das sind Vorgänge, die sollten wir nicht haben. Und die haben wir in der AfD auch nicht. Das war eine Flügelveranstaltung. Und der Flügel ist nicht, ist nicht Teil der AfD. Vor den eigenen Anhängern hört sich das allerdings ganz anders an. Der Flügel ist ein integraler Bestandteil unserer Partei. Und das wird er auch in Zukunft immer bleiben. Oder Alexander Gauland im ARD-Sommerinterview. Hier distanziert er sich von der Ideologie des sogenannten Bevölkerungsaustauschs, die Rechtsextreme weltweit kennzeichnet. Das ist auch so bei Herr Höcke, bevorstehender Volkstod durch Bevölkerungsaustausch. Was sagen Sie dazu? Man müsste den Zusammenhang herstellen, den habe ich jetzt nicht. Insofern nicht alles, was Herr Höcke sagt, ist immer auch meine Meinung. Nicht seine Meinung? Auf einem Flügeltreffen 2018 sagt Gauland selbst: Die Bundesregierung will, dass wir für die Einwanderer arbeiten, damit die in Ruhe Kinder in die Welt setzen und den Bevölkerungsaustausch vollenden können. Die Strategie der Selbstverharmlosung geht in Teilen auf. Immer wieder reagieren Journalisten, Moderatoren sehr naiv im Umgang mit der AfD. Das führt immer wieder dazu, dass wir gerade in Situationen, wo Journalisten auch schlecht vorbereitet sind auf Gespräche, auf Interviews mit Vertretern der Partei, sie das Heft des Handelns im Grunde verlieren, die Souveränität über das Gespräch verlieren. Und nicht nur das. Es gelingt der Partei, sich selbst so harmlos erscheinen zu lassen, dass auch Journalisten mitunter über ihre Radikalität hinwegsehen. Aus der Selbstverharmlosung wird eine Verharmlosung der AfD. Etwa als eine MDR-Journalistin die AfD am Wahlabend selbst für bürgerlich erklärt. Eine stabile Zweierkoalition, eine bürgerliche, wäre ja theoretisch mit der AfD möglich. Ist das immer noch ausgeschlossen? Eine Koalition mit der AfD wäre keine bürgerliche Koalition. Wir haben von vornherein gesagt, dass wir mit den Rändern nicht koalieren, nicht zusammenarbeiten und dabei wird es bleiben. Der MDR entschuldigt sich später und sagt, es habe sich um einen Versprecher gehandelt. Im ZDF-Interview wird Andreas Kalbitz' Neonazi-Vergangenheit bagatellisiert. Beschäftigen wir uns kurz mit Ihrer politischen Vita. Sie waren als junger Mensch in der CSU, waren dann bei den als rechtsextrem eingestuften Republikanern, haben mal in die rechte Szene reingeschaut. Nur mal reingeschaut? Der Mann hat die Hälfte seines Lebens in der rechtsextremen Szene verbracht. Das ist kein Reingucken, das sind nicht nur Bezüge zum rechtsradikalen Lager, sondern das ist eine wirklich sehr enge Verbindung, wenn nicht sogar eine Verwurzelung im rechtsextremen Milieu. Wenn man diese Erzählung von Kalbitz so aufnimmt und auch an ihn zurückspielt, dann wird das zur Wahrheit erklärt in einem Gespräch. Und das ist nicht die Aufgabe von Journalisten. Journalisten sollen nicht übernehmen, sie sollen überprüfen, ob das, was Politiker sagen, wirklich stimmt. Verharmlosung, Normalisierung, Täuschung. So gelingt es der AfD, auch ihre radikalen Inhalte zu transportieren. Und Götz Kubitschek denkt schon weiter. Auf die Wahlerfolge im Osten soll der Erfolg im Westen folgen. Er will die Macht im ganzen Land erobern und schreibt: Daher lautet der Rat, der wie ein Mantra wiederholt werden muss, den Osten ins Horn stoßen lassen, den Westen mit feinen Flöten einstimmen. Und solange seine Flötentöne verfangen, scheinen den Rechtsradikalen in diesem Land kaum Grenzen gesetzt zu sein. Demokratien sterben nicht mehr durch einen Putsch, sie sterben durch eine schleichende Normalisierung von demokratiefernen, von antidemokratischen Positionen. Das ist, was die AfD beabsichtigt, eine Normalisierung ihrer Positionen, ein Einsickern in gesellschaftliche Diskurse, um irgendwann die Macht übernehmen zu können.